Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Purish Mystery Box in der Big Variante. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese wunderschöne Box reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Purish ist ein Online-Shop, mit denen habe ich eine Kooperation und dort findet man mega geile Marken. Wir finden da Nabla, wir finden da Ofra, wir finden dann Sir Myrix dort. Also viele, viele Marken, die es so easy peasy auf dem deutschen Markt gar nicht zu finden gibt. Und ich habe auch viele Marken auch einen Affiliate-Rabattcode. Und zwar ist es Claudis Welt 15, gibt jetzt für ein paar Tage tatsächlich sogar 20% auf die aktuell rabattierten Marken. Die schreibe ich euch hier mal so rein und ja, das sind ganz schön viele Leute, ich sag euch das. Und ja, diese 20% gelten tatsächlich auch aktuell auf die Boxen. Und das ist der Hammer, denn diese Big-Variante kostet 99,95 €. Das heißt, da bekommt ihr knapp 20 € Rabatt drauf. Und auf die Small-Variante, die 49,95 € kostet, bekommt ihr dann praktisch 10 € Rabatt. Und das ist echt viel. In der Big-Variante sind so geile Produkte drin enthalten. Also ja, eine ganz neue Lidschattenpalette ist in jeder der Boxen enthalten. Die Produkte, die ich euch hier zeige, sind auch in jeder Box enthalten. Das Einzige, was mal variieren könnte, wäre jetzt zum Beispiel eine Farbe von einem Highlighter oder so. Außerdem haben wir in der Small-Variante die Nabla Read My Mind Palette drin enthalten. Also falls ihr immer schon scharf auf die neue Nabla-Palette gewesen seid, ne? Die ist da jetzt tatsächlich drin enthalten. Erzähle ich euch aber nachher nochmal ganz genau, was jetzt in welcher Box drin ist, damit ihr da auch ganz genau Bescheid wisst und nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen müsst. So, ich bin sehr, sehr gespannt, was Purish mal wieder sich überlegt hat. Ich habe eben tatsächlich schon ein bisschen in das Unboxing von Shigitas Place reingelinst. Denn die war ja unglaublich schnell. Und da war meine Box noch gar nicht geliefert. Das habe ich so beim Fertigmachen mir angeguckt. Und jetzt habe ich hier mal den Deckel aufgemacht. Und so schaut der erste Blick in die Box aus. Wir haben hier so rotes Kröwelpapier und einen Sticker mit dabei. Das ist auch echt schön. Smell the sea, feel the sky. Das ist echt hübsch, muss ich sagen. Ne? Den mag ich gerne leiden. Und dann haben wir First Summer Feelings als Motto der Box. Hey Love, wir freuen uns, dass du dich für unsere Mystery Box entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude beim Auspacken. Lass dich überraschen. Liebe Grüße, Lisa und Katrin. Ne? Richtig cool und das sind dann die beiden, die das auch entsprechend designt haben und ich glaube 162 € ist hier auch der Warenwert, der hier drin enthalten sein soll. Ja, let's fetz, ne? Ich wühle mich hier mal ein bisschen durch, das ist sehr, sehr hübsch hier gestaltet. Als erstes haben wir eine Maske drin enthalten, eine koreanische, ja, okay, Beauty finden wir natürlich bei Purish, natürlich ist gut. Die sind halt mittlerweile echt groß geworden vom Sortiment her. Dennoch ist die Firma an sich ja noch recht klein, ne? Also das ist ja ein recht junges Unternehmen aus Berlin und dementsprechend muss man da auch manchmal das ein oder andere Auge zukneifen, wenn es auch darum geht, dass die sich jetzt auch so an die Boxenwelt ein bisschen rantasten müssen. Ich glaube, jetzt mittlerweile sind die ganz gut mit dabei, was die Befüllung der Boxen angeht, auch was die Frequenz der Boxenhäufigkeit angeht, ne? Denn ja, nicht jeder möchte jetzt 100 € für eine Beautybox im Monat ausgeben, ganz ehrlich. Und außerdem, ja, es ist ganz cool, wenn hier auch neuere und sehr beliebte Make-up-Produkte drin sind. Ich glaube, das ist das, was die Community auch tatsächlich am coolsten findet und worauf man am schärfsten ist. Aber ein bisschen Pflege haben wir auch noch mit dabei, weil auch Pflege gehört zu Beauty mit dazu und ich finde es geil. Organic Flowers Deep Rich Toner Mask Pack. Das ist Rehydrating, Soothing and Brightening von Vamsia. Okay, ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich toll. Ich mag gerne diese koreanischen Masken, weil die meistens sehr schön mit Feuchtigkeit getränkt sind und sehr hautverträglich sind und ja, da habe ich schon Bock drauf, ne? Ja, das ist cool. Das werde ich mir auf jeden Fall für heute Abend schon zur Seite legen, beziehungsweise eher morgen Abend, weil heute Abend gehe ich auf den Mädelsabend. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das habe ich mir tatsächlich schon mal vor einer Weile selber bestellt, weil ich das so geil finde. Love the Original Bronzing Powder. Das soll ja quasi der Nachfolger von dem Hatice Schmidt Bronzer sein, ne? Bronze die Wand an. Genau, und den habe ich tatsächlich auch da. Der ist so schön. Also der passt wirklich zu super vielen Hauttönen und deswegen finde ich das klasse, dass der mit drin enthalten ist. Den gibt es auch nur in einer Farbe, dementsprechend hat man da jetzt keine unterschiedlichen Farben. Aber geil, dass der drin ist, weil gutes Produkt kann ich sehr empfehlen und ja,
feiere ich, wirklich. Wird jetzt demnächst jetzt einfach mal in der Verlosung mit reinkommen, ne? Da mache ich ja immer mal wieder welche. Und ja, genau. Aber ich kann dann zum Beispiel mein Bronzer, The Original von Love, in meine Full-Face Beauty Box mit reinpacken. Denn ich mache ja jeden Monat ein Full-Face aus den Produkten, die sich in den Beauty-Boxen verbergen. Das habe ich auch gerade tatsächlich für März im Gesicht. Und ja, guck dann einfach, was die Produkte so können und was sie vor allem in Kombination so bringen. Das finde ich immer ganz cool. Übrigens nicht wundern, ja, es ist ein Plastikstrohhalm, aber ich habe vor Ewigkeiten, vor Jahren mal für eine Party sowas gekauft gehabt. Ich glaube, als wir hier unsere Hauseinweihungsparty machen wollten, vor 5 Jahren oder so, hatte ich mal Strohhalme gekauft. Und ja, habe ich immer noch welche von. Und die werden halt nach und nach aufgebraucht, ne? Ja, okay, dann habe ich hier einen Highlighter drin enthalten von Ofra. Und da könnten wir auch unterschiedliche Farbtöne haben, ne? Das ist der, in welcher Farbe bist du denn? Rodeo Drive, den habe ich. Das ist sehr, sehr cool, ein ganz, ganz toller Ton. Könnte vielleicht sogar ein kleines bisschen dunkel sein für mich. Aber Rodeo Drive ist ein sehr beliebter Farbton von diesen Ofra Highlightern, ne? Und so schaut die Verpackung aus, immer sehr clean. Mag ich echt. Das ist echt schick und ja, ein schöner champagnerfarbener Ton, den mag ich gerne leiden. Ne? Der ist, ach, das, und diese Ofra Highlighter, die sind so dermaßen cool. Dann kann ich euch meinen einfach mal swatchen. Dann seht ihr diese Brillanz. Ne? Der ist so, so schön. Ne? Kann ich auch meinen dann tatsächlich ins Fullface reinpacken. Der ist im Sommer für mich super. Also da habe ich den jetzt geswatcht. Jetzt bin ich noch relativ blass. Da ist er mir ein bisschen zu dunkel tatsächlich. Aber wenn ich etwas gebräunter bin, dann geht das. Oh, der ist so schön. So schön. Sodele. Dann gucken wir jetzt mal weiter in diese wunderschöne Box. Was haben wir hier? Oh, hier ist was Großes drin. Huch. Ich nehme erstmal das, was etwas kleiner ist, was hier vorne vor ist. Ja, hier sind Lashes drin enthalten, die wunderschön aussehen. Huch, aber ich trage keine künstlichen Wimpern. Das ist einfach nicht so ganz meine Welt. Hier könnte man unterschiedliche Varianten drin haben. Melody Lashes sind das. Ich habe hier Cutie, glaube ich, oder? Kann das Cutie sein? Hier steht, ja, Cutie drauf. Die sind echt hübsch. Wirklich hübsch. Wirklich, wirklich hübsch. Wenn ich Wimpern tragen würde, würde ich es hart feiern. Tue ich aber leider nicht, ne? Deswegen, also... Ja, ist schön, dass es drin enthalten ist. Ne? Ich weiß, dass super viele mittlerweile auch wirklich Lashes tragen, weil das immer einfacher geworden ist. Damals war das mit diesem ganzen Lash-Game halt nicht so beliebt, weil es super schwierig war, sich diese künstlichen Wimpern aufzutragen. Mittlerweile gibt es richtig tolle Wimpernkleber. Es gibt sehr flexible Bändchen, auch bei den Wimpern an sich. Die sehen auch nicht mehr so super krass künstlich aus. Ne? Deswegen... 1A finde ich klasse. Okay, und das Große, was ich hier gesehen habe, ist tatsächlich ein Sponge-Set von Luvia Meets Crash. Das sind, oh, die sind so geil, diese ja, Make-up-Blending-Sponges. Und das ist ein Set. Ich habe tatsächlich welche davon da, aber meine sind halt mittlerweile dermaßen uppe, dass ich hier jetzt echt gutes Backup-Nachschub-Gedönsen habe. Die werde ich auch verwenden, auch im Full-Face-Beauty-Boxen. Ich liebe diesen großen Crash-Schwamm tatsächlich. Und die kann man natürlich auch kaufen bei Purish im Online-Shop. Ne? Richtig, richtig cool. Nee, das finde ich geil. Und die sind toll von der Weichigkeit her und haben eine gute Langlebigkeit. Tatsächlich sind die sehr, also ne, wenn ich den verwende, dann wasche ich den ja auch direkt und dann kommt er auch bei mir in die Waschmaschine. Und der, den ich habe, ist glaube ich schon 2 Jahre alt oder so. Ich nutze den natürlich nicht täglich, ne, aber immer mal wieder. Und der ist geil. Der ist echt empfehlenswert. Der kommt ins Full-Face Beauty Boxen mit rein. Dann stöber ich hier mal ein bisschen weiter. Und zwar ist hier jetzt die neue Palette tatsächlich. Nein, ich zeige euch erst was anderes. Und zwar haben wir hier Frack drin enthalten. Da kannst du dir halt Freckles machen, also quasi Sommersprossen. Ja, also habe ich schon mal ausprobiert. Ist nicht ganz meine Welt, bin ich ehrlich. Ich habe von Natur aus Sommersprossen. Die kommen im Sommer auch richtig schön raus, wie der Name schon sagt. Das sieht auch fein aus. Aber ich mag das nicht so gerne, mir die nachzumalen. Nee, ich hatte jetzt von Nabla auch welche oder was ausprobiert von Purish tatsächlich zugeschickt bekommen. Das sah mir zu künstlich aus. Also jetzt vor der Kamera, ne, das sah gut aus, wenn ich ein Video drehe, wenn ich, ne, so. Aber nicht, wenn ich im Real Life bin. Das ist nicht ganz so meine Welt, nee. Deswegen, leider nicht mein Produkt. So, aber jetzt habe ich hier jetzt endlich mal die neue Lidschattenpalette und das ist die von Dominique Cosmetics und die ist so geil. The Moment.
Na, also die hätte ich doch 1A auch verwenden können, als ich das ungeschönt Under the Sea mit Like a Daisy in Spring geschminkt habe, oder? Oh mein Gott, aber ich glaube, diese Palette hat ein eigenes Video verdient, oder? Ja, die hat ein eigenes Video verdient. Ich kann euch aber trotzdem jetzt mal ein paar Töne swatchen, weil das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Letting go is the key to happiness. Ja, dass man auch mal Dinge gehen lässt und nicht an allem festhält. Also die Verpackung ist richtig schön. Das ist nicht diese Pappverpackung oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sondern es ist sehr, sehr hochwertig. Sieht auch schön aus. Oh, finde ich schon wieder geil, ne? Ich liebe Türkis. Da haben sie mich. Da haben sie mich. Große Fännchen. Auf den ersten Blick würde ich persönlich sagen, mir fehlt der Inner Corner Highlight Ton. Ne? Das Ganze könnte etwas dunkel werden. Trotzdem finde ich das sehr schön, wie die Palette gerade aussieht. Komm, wir swatchen jetzt mal so ein paar die Töne, genau. Stepping Out ist so ein schöner Olivton. Mesmerized ist, glaube ich, ein Duochrome-Ton. Ja, der ist so lila-grünlich schimmernd tatsächlich. Life of the Party ist ein schimmernder Türkiston, der sich super cremig anfühlt. Dinero ist ein Goldschimmerton, der aber auch so Grünreflexe mit drin hat. Das Ganze schaut so aus und das swatche ich hier so einfach mal auf meinen Wow-Arm. Schaut so aus. Richtig cool. La Noche ist ein schimmerndes Schwarz, also sehr interessant. Elevated ist ein wunderschönes, dunkles Schokobraun. Das sieht auch sehr satt aus. Essential ist ein hellbraunen Ton, der mir auch echt gut gefällt. Ja, schon so für Transition Shade, ne? Embrace ist halt, wie gesagt, dieser Knochenton, mit dem kann man halt sehr, sehr schön das Lid auch setten. So schauen diese Töne aus. Auch sehr, 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 sehr gut. Und dann swatchen wir die hier mal. Also dieses Schwarz sucht echt seinesgleichen, ne? Das ist wirklich interessant. Gut, ja, was will man jetzt mit so einem Eierschalenton geswatcht haben, ne? Aber gut, ja, ne? Habe ich jetzt auch gemacht. Und dann haben wir die letzten beiden Töne, After Hours. Das ist, ja, irgendwie so ein Dunkelgold quasi. Auch sehr interessant, schimmernd. Und Midnight Haze ist ein schimmernder Blauton. Also Nachtblau mit einem Schlag ins, ich würde sagen, Duochrome Lila, ne? Wenn ich das so sehe, ne? Also wirklich geile, geile Töne. Es wird nur sehr interessant werden, daraus einen Look zu schminken, der nicht allzu dunkel wird, ne? Aber Challenge accepted werde ich auf jeden Fall mir vornehmen. Und dann, ja, machen wir da mal ein separates Video von. Finde ich cool. Geile Palette. Schon mal auf den ersten Blick hier, ne? Also, ja, allein die Verpackung hat mich ja schon so ein bisschen begeistert, ne? Es fühlt sich ja leicht. Also, das ist nicht matt. Das ist irgendwie so satiniert, also ganz, 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 ganz angenehm, ganz geil. Also ja, ich behalte eigentlich keine Verpackung. Aber das ist schon mal das absolute Highlight-Produkt natürlich in der Big Box. Hier habe ich noch ein letztes Produkt in der Box und zwar von Nabla Shine Theory Lip Gloss. Da kann man natürlich auch unterschiedliche Farben drin enthalten haben. Und ich habe hier so ein Kupfer-Schimmerton, sehr interessant. Champagne Supernova nennt sich das. Ja, ich glaube auch, das möchte gerne in meinen Fullface Beauty Box mit aufgenommen werden. Und dann gucken wir uns die Farbe doch einfach mal ohne die Verpackung an. Das, also allein dieser Deckel, der ist schon total cool, ne? Also ich finde es hübsch. Ich bin nur sehr gespannt, wie das dann auf den Lippen ist. Ich habe jetzt nicht super viel auf meinen Lippen drauf. Ich kann es jetzt ja einfach mal drauf machen. Riecht so weit nach nichts. Muss man aufpassen, dass es halt nicht zu metallisch rüberkommt, ne? Weil dann könnte es sein, dass die Zähne gelb wirken. Ah, ich glaube, das geht schon klar, ne? Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Ja, ein schöner Lipgloss. Man spürt ein bisschen diese Glitzerpartikel. Ja, wenn ich die Lippen wirklich aufeinander presse, dann merkt man das. Dessen muss man sich bewusst sein, ne? Aber es sieht auf jeden Fall nice aus. Ich mag es gerne leiden. Und ein schönes Produkt, was jetzt hier in der Box drin enthalten ist. Also das sind die Produkte, die wir in der Big Box drin haben. Und ja,
das ist schon mal der Hammer, ne? Also da bekommen wir schon gute Sachen für unser Geld. Und wenn man sowieso drüber nachgedacht hat, sich vielleicht die neue Dominique Cosmetics Palette zu holen, dann hast du die ganzen anderen Sachen auch noch halt so mit dabei und, ne? Mega, richtig geil. Und Claudis Welt 15 gibt euch auch nochmal 20% Rabatt. Das ist halt auch nochmal so eine heiße Kiste, finde ich. So, und jetzt schaue ich mal eben, was es in der Small-Variante gegeben hätte. Auf jeden Fall die Nabla Read My Mind Palette, die hat dann wirklich jeder mit drin enthalten. Dann ist auch dort von Love der Original Bronzer drin enthalten, also dieses Schätzelein. Dann auch von Crash Cosmetics dieses Sponge Duo, das ist natürlich auch super, super praktisch, ist da auch mit drin. Dann ein Skincare-Produkt von Catrice ist dort enthalten, da steht jetzt nicht genau welches, ne, aber halt eins. Und ein Lippenprodukt von einer der Marken Ofra, Revolution, Sugarpill, L.A. Girl oder von Juvia's Place. Und dann kommt man auch auf einen Warenwert von über 82 Euro, hat aber 49,90 Euro bzw. 40 Euro, wenn ihr meinen Code verwendet habt, für die Box bezahlt. Ich finde es cool. Wirklich cool. Wirklich cool. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Mystery Boxen von diesem Mal so findet. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir mit meinem Video. Und ja, wenn ihr Bock auf die Box habt, schaut in meiner Infobox vorbei. Ganz viel mal Box, Box, Box. Da habe ich euch alles verlinkt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!